Missverständnis zwischen Felix Magath und Karl-Heinz Förster. Förster, der sich lösen wollte von Stopyra, der hier am Boden liegt. Felix Magath hat den Pass blind gespielt und dem Franzosen genau in die Beine. Und das führte dann dazu, dass Andreas Brehme praktisch zu diesem Foul gezwungen wurde. Die Franzosen haben ja im Angriff Probleme gehabt. Rocheteau verletzt, Papin verletzt, Stopyra, der jetzt behandelt wird. Er war eigentlich die Entdeckung bei dieser Weltmeisterschaft. Er begann seine internationale Karriere vor 6 Jahren, war dann lange Zeit untergetaucht und trat hier wieder in Erscheinung. Vielleicht wäre Andreas Brehme gut beraten, wenn er sich entschuldigen würde. Ja, und der Franzose nimmt die Hand weg. Alain Giresse. Manuel Amoros. Giresse. Und Abstoß vom deutschen Tor. Harald Schumacher. Oh, und das war auch ein Foul von Platini. Keine Chance, an den Ball heranzukommen. Rummenigge, Brehme. Dietmar Jakobs, der Hamburger, der sich hier toll gesteigert hat. Fehlerlose Partie im letzten Spiel gegen Mexiko. Tigana, der als einziger der Mittelfeldspieler alle 5 Partien bisher voll durchgespielt hat. Riegel. Aus. Die äußeren Bedingungen für ein Fußballspiel hervorragend. Die Temperaturen liegen etwa bei 20, 25 Grad Celsius. Kaum Wind. Amoros. Und Schumacher. Riegel. Oh. Zu durchsichtig. Platini. Schumacher. Hoffen wir, dass es solche versöhnlichen Szenen häufiger gibt. Stopyra hat Matthäus festgehalten. Der macht natürlich dann auch noch einen Hechtsprung hinten drauf. Klaus Allofs. Norbert Eder. Die Franzosen greifen früh an. Allofs. Riegel. Bein stehen gelassen, ja, das tut weh. Das tut weh. Die Zeitlupe. Oberhalb der Kniescheibe getroffen, Hans-Peter Briegel, der ja zu Sampdoria Genua wechseln wird. Joel Batz. Tor der Franzosen, vielleicht ein Unsicherheitsfaktor. Zu kurz. Klaus Allofs. Schön gespielt auf Briegel. Hat den Ball noch. Oh.
Da bekommt er den Ball mit Glück noch einmal vor die Füße. Völlig unbedrängt. Und dann diese Flanke, schade. Andreas Bremer hat offensichtlich Order bekommen, Yannick Stopyra Mann zu decken. Lothar Matthäus. Riegel. Wolfgang Rolf schießen. Bruno Bellon. Der Linksfüßer am rechten Flügel. Fernandes. Battiston. Keine Frage, der Favorit in dieser Partie heißt Frankreich. Die Spieler, die Fans, das Umfeld, sie alle sind von einem Sieg eigentlich hundertprozentig überzeugt. Die Revanche für 1982, dieses Spiel ist ja mehrfach angesprochen worden, soll und muss nach ihrer Meinung gelingen. Das Team von Henri Michel kam ja hier schwer in Tritt, gewann mühsam mit 1:0 gegen Kanada, schaltete dann aber später gleich zwei Ex-Weltmeister aus, Italien und Brasilien, und jetzt soll auch die deutsche Mannschaft dran glauben. Tigana, gut aufgepasst von Matthäus und festgehalten von Fernandes. Klaus Allofs. Rummenigge in seinem 94. Länderspiel. Matthäus. Brehme. Gespielt von Felix Magath auf Karl-Heinz Rummenigge, der dann zu Boden geht. Luigi Agnolin, der Italiener, hat einen Foul gesehen von Patrick Battiston. Die Mauer wird noch zurückbeordert. Felix Magath steht bereit, er könnte den Ball anschneiden oder kurz antippen für Andreas Brehme. Oder man wechselt eben ganz auf die andere Seite, wo Norbert Eder, einer der Kopfballstärksten, und Hans-Peter Briegel lauern. Mal sehen, was sie sich ausgedacht haben. Hundertprozentig halten müssen. Unter dem Körper durchgerutscht, aber uns soll es egal sein. 1:0 für die deutsche Mannschaft. Das erste Tor von Andreas Brehme bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Und noch einmal die Wiederholung. An der Mauer vorbei, unter dem Körper hindurch. Ein klarer Torwartfehler. 9. Minute. 1:0 für die deutsche Mannschaft. Mal sehen, wie sie das wegstecken, die Franzosen. Stopyra. Ayash, Jakobs gewonnen haben, Tigana, nein, nicht berührt, ja, er hat wohl auf Sperren erkannt, aber für meine Begriffe hätte Tigana durchaus weiterlaufen können. Eine Viertelstunde vorbei. Frankreich, der Europameister von 84, der Favorit mit 0:1 in Rückstand. Platini. Oh, und oh, das gibt's doch nicht. Er entscheidet zwar auf Abseits, aber hier sehen Sie noch einmal. Platini, gut gehalten von Schumacher.
Und warum hat Gires? Vorher allerdings Freistoßentscheidung wieder gegen die deutsche Mannschaft. Und zweiter Versuch sicherlich für Michel Platini. Links neben ihm Amoros, der linke Verteidiger der Franzosen. Ebenfalls mit einem knallharten Schuss ausgestattet. Sie müssen vorsichtig sein, die deutschen Spieler, wenn sie eine Mauer bilden. Sie müssen rechtzeitig zurückgehen, sonst gibt es für irgendeinen aus der Mauer gelb. Und einige von unseren Spielern haben ja schon eine gelbe Karte. Platini. Ja, wenn man einen Ball extrem anschneiden will, dann kann es schon mal passieren, dass man überzieht und dann geht der Ball weit ins Aus. Rummenigge. Jakobs. In der Mitte Bellon und Rolf. Matthäus allein gegen Battiston. Vorbeilegen. Und Alofs. Nochmal schießen. Nein, 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 nein. Sie machen sich selbst schwer. 3, 4, 5 Mal hätten sie schießen können. Mein Gott. Den Ball ins Tor hineintragen, das können sie ja, wenn sie 3 oder 4-0 führen. Kein Abseits, Platini. Im Strafraum liegt immer noch Wolfgang Rolf. Seine Mitspieler sollten den Ball jetzt mal über die Seitenauslinie spielen, damit der Hamburger, der Ex-Hamburger endlich einmal behandelt werden kann. Schon kurz vorher war er im eigenen Strafraum mit Fernandes zusammengeprallt. Und erste Möglichkeit natürlich auch für die Betreuer, Schwämme, Wasser. Alofs. Magath. Alofs. Breme. Gut durchgesetzt gegen Bellon. Wunderbar. Und Rolf. Oh. Wunderbar gespielt von Klaus Alofs. Hoffentlich rächt sich das nicht nochmal. 2-3-0 hätte man schon führen können. Gires. Bossis. Bremen. Rolf, der seine Rolle bisher gut spielt gegen Michel Platini, immer hinten ist, wenn der Franzose sich von der Mittellinie aus langsam in Richtung deutsches Tor bewegt und bei deutschen Angriffen mit in vorderster Linie zu finden ist. Das kostet natürlich unheimlich Kraft, aber Wolfgang Rolf ist ja bekannt für seine Laufstärke, für seine Kondition.
korrekte Entscheidung zugunsten von Yannick Stopyra. 28, 30 Meter über die Mauer gehoben und abseits. Stand nämlich wesentlich günstiger, ebenso wie Lothar Matthäus. Aber man soll ja vielleicht auch nicht allzu viel verlangen. 10 Minuten vor der Pause führt die deutsche Mannschaft mit 1:0 gegen Frankreich. Und das ist, wenn auch nicht eine Sensation, so doch zumindest wohl eine Überraschung. Überraschend sicherlich auch die Tatsache, wie gut die deutsche Mannschaft bisher spielt. Ayash Stopyra. Ayash. Die deutsche Mannschaft im Augenblick etwas verhaltener, etwas ruhiger. Patrick Battiston. Fernandez. Der vierte deutsche Abwehrspieler war dann zu viel. Ayash. Matthäus. Laufduell mit Amoros. Kein Foul. Stopyra. Bellon. Tigana. Noch ein bisschen abgefälscht, aber gut gehalten von Toni Schumacher. Jean Tigana. Hier sehen Sie es, abgefälscht vom Bein von Dietmar Jakobs. Matthäus, Magath. Eder. Förster. Eder. Rummenigge. Wenn er da nicht mit dem Kopf runtergeht, sondern einfach wartet, was der Abwehrspieler macht, den Ball anhält, dann ist er ganz allein. Hier sehen Sie es. Warum versucht er es mit dem Kopf?
Dupira. Da ist Karl-Heinz Förster nicht weit. Manuel Amoros, er muss aufpassen, er hat schon mal gelb. Hier sehen Sie es, voll auf die Beine. Noch 5 Minuten bis zur Pause. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn man diesen 1:0 Vorsprung mit in die Kabinen nimmt. Vielleicht sogar noch ein Türchen dazulegt. Die Gelegenheiten waren ja wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Rummenigge. Alofs. Bremer. Wenn Sie dieses Spiel verlieren und sich es dann irgendwann noch einmal auf einem Videogerät angucken, dann werden Sie selbst die Köpfe schütteln. Karl-Heinz Förster. Bremer. Magath. Battiston, Stopira. Riegel. Alofs bietet sich an. Rummenigge. Platini. Da haben sie Glück gehabt. Karl-Heinz Rummenigge. Allein. Muss warten. Oh. Foul von Amoros. Und Freistoß für die deutsche Mannschaft. Vielleicht die Gelegenheit, jetzt schon ein kleines Fazit dieser ersten Halbzeit zu ziehen. Mit Sicherheit die beste Leistung der deutschen Mannschaft bisher bei diesem Turnier. Eine überraschend starke Leistung. Das 1:0, das muss man sagen, hochverdient durch Andreas Brehme in der 9. Minute erzielt. Chancen zu einem 2-3-0 waren gegeben. Natürlich besteht dann noch einmal die Möglichkeit, ein Gegentor zu kassieren. Dafür sind die Franzosen denn doch zu stark. Die deutsche Mannschaft hat gerade im Mittelfeld sehr gut mitgespielt. Das war ja das, was man sich vorgenommen hatte. Felix Magath gut, Lothar Matthäus gut und auch Wolfgang Wolf hat seine Rolle gegen Michel Platini hervorragend bisher gelöst. Ansatzpunkte zur Kritik eigentlich nur im Angriffszentrum, da wo man die Chancen vergeben hat. Klaus Alofs, Rummenigge ein bisschen zu verspielt, zumal Batzia den ersten Treffer auf sicherlich sehr dumme Weise kassiert. Von Wolfgang Wolf. Amoros, abseits. Das war nochmal Glück.
Die Abwehr steht eigentlich relativ gut gegen die Franzosen. Die beiden Außenverteidiger, die sehr, sehr viel Druck machen über die Flügel, sind gut abgeschirmt. Stupira, gut bewacht von Karl-Heinz Förster, und Bruno Bellon ebenfalls. Das Niveau dieser Partie sicherlich sehr, sehr gut. An die besten Spiele Frankreich gegen Brasilien und Belgien. Gegen UdSSR erreichen sie vielleicht nicht ganz heran, die ersten 45 Minuten, die jetzt übrigens abgelaufen sind. Gut, es hat zwei kurze Unterbrechungen, zwei Behandlungspausen gegeben, aber Luigi Agnolin, der die Partie, wie erwartet, muss man sagen, sicherlich im Griff gehabt hat, wird in wenigen Sekunden abpfeifen. Ayash, Fernandes. Die letzte Möglichkeit wohl für die Franzosen, noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen. Doppelpass. Zentimeter haben da gefehlt bei dieser Vorlage auf Fernandes. Magath. Hans-Peter Briegel. Magath, 46 Minuten bereits gespielt. Jakobs. Natürlich will man jetzt jeden Ballverlust vermeiden. Auch die Franzosen machen keine Anstalten, sich noch einmal zu bemühen. Mannschaft führt, ich sage es noch einmal, hochverdient mit 1:0 gegen Frankreich, und wir können nur hoffen, dass man diesen Vorsprung auch über die zweite Halbzeit. Und jetzt in diesen zweiten 45 Minuten wird natürlich mitentscheidend sein, wer hier über die größeren Kraftreserven verfügt. Vor dem Spiel hatten ja die deutschen Spieler die bessere Kondition für sich in Anspruch genommen. Mal sehen, ob es auch so weit kommt. Karl-Heinz Rummenigge. Breme. Man kann es, glaube ich, nur noch mal wiederholen. Das Spiel, das ist fast jeder. Magath. Ja, Sie haben vielleicht die Handbewegung gesehen. Eine Schere von Luis Fernandes. Das kann böse Verletzungen geben. Wolfgang Wolf. Ich hatte das Tor schon auf den Lippen, aber Joel Watz mit einer Glanzparade gegen Wolfgang Rolf. Vielleicht sehen wir es noch einmal. Er springt sehr spät. Da. Mit der linken Hand übergegriffen. Ein herrlicher Schuss von Wolfgang Rolf, und in diesem Augenblick eine gelbe Karte für Felix Magath. Er hatte eben schon mal einen kleinen Disput mit dem Schiedsrichter. Aber der Hamburger hat ja vorher noch nicht gelb gesehen.
Ecke Matthäus. Ja, ich weiß nicht. Agnolin deutet an, Gires, 1,60 Meter groß, habe Magath unterlaufen. Wieder eine gute Möglichkeit für die deutsche Mannschaft. Lothar Matthäus steht bereit, Hans-Peter Briegel, Klaus Allofs. Über die Mauer. Matthäus. Abgewehrt von Fernandes. Jakobs. Das war der sichere Weg von Karl-Heinz Förster, denn die Franzosen waren sofort aus der Deckung herausgelaufen und versuchten eine Abseitsfalle aufzubauen. War noch ein französisches Bein dazwischen. Vorteil. Immer noch. Amoros. Das ist immer noch nicht der Karl-Heinz Rummenigge, wie wir ihn kennen, obwohl er heute sicherlich stärker spielt als in den vorhergegangenen Partien. Da ist immer noch ein bisschen Unsicherheit dabei. Ayash. Die deutsche Mannschaft wird in Kürze auswechseln. Rudi Völler hat sich schon in der Halbzeitpause warm gemacht und erhält sich jetzt am Seitenrand mit Franz Beckenbauer. Und eigentlich müsste er kommen für Karl-Heinz Rummenigge. Bellon. Gerangel zwischen Bellon und Bremer und jetzt wird die Auswechslung angezeigt. Karl-Heinz Rummenigge geht hinaus, bedankt sich noch bei Schiedsrichter Agnolin. Und in der 57. Minute kommt Rudi Völler für Karl-Heinz Rummenigge. Vorsicht! Platini. Mal sehen, ob der Rudi Völler seine Oberschenkelverletzung völlig auskuriert hat. Er gehört ja zu den sehr selbstkritischen Spielern, war bei seinem letzten Einsatz mit sich sehr unzufrieden.
Franzosen diktieren im Moment das Tempo, bestimmen das Geschehen. Im Moment allerdings noch ohne große Gefährlichkeit auszustrahlen, aber das kann ja noch kommen. Ayash, vorne nur noch Klaus Allofs. Bossis. Ayash, der im letzten Spiel ja aussetzen musste nach zwei gelben Karten. Pech für Platini. Vorher gepfiffen. Vorlage von Matthäus. Rudi Völler. Zum zweiten Mal Glück für die deutsche Mannschaft nach der Pause. Amoros. Keine Gefahr. Fernandes. Ayash. Solche Flanken hat ein Torwart natürlich besonders gern. Klaus Allofs und sein direkter Gegenspieler Maxim Bossis. Andreas Brehme, der für Thomas Berthold auf dem rechten Verteidigerposten eine solide Partie spielt. 60 Minuten sind rum. Völler. Magath. Vorteil. Ganz rechts steht Lothar Matthäus, völlig allein. Foul. Entschuldigung von Manuel Amoros. Riegel und Eder. Manchmal sieht es aus wie im Training, dabei ist es hier das Halbfinale um die Fußballweltmeisterschaft. Fernandes. Vorteil. Gires Hand. Tigana. Abseits. 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 Längst gepfiffen. Wieder liegt ein Franzose am Boden. Luis Fernandes. Hier noch einmal der Schuss von Platini, aber es war längst abgepfiffen worden. Hier sehen Sie den französischen Mittelfeldspieler Luis Fernandes von Racing Paris. Das deutsche Mittelfeld ist mir im Moment zu passiv. Wartet nur noch ab, was der Gegner macht. Es gibt einfach zu selten Entlastung für die deutsche Abwehr.
Magat gegen Tigana. Völler. Vorsicht, er ist schnell, das Dopira. Also der Karl-Heinz Förster regt sich da fürchterlich auf, aber er hat natürlich selbst Schuld. Er muss sich dann auch mal selbst von seinem Gegner ein bisschen lösen. Da erst kommt er ins Bild. Die ganze Zeit wartet er ab, was wohl passiert. Und dabei läuft der Stopira ganz allein aufs Tor zu. Naja, ist nochmal gut gegangen. Amoros. Weiter. Gires. Briegel. Bossis. Amoros. Mit den Händen ein bisschen geschoben von Michel Platini. Aufgestützt auf Wolfgang Wolf. Also im Moment sieht es nicht gut aus für die deutsche Mannschaft. Die 1:0 Führung ist in Gefahr geraten. Und die Franzosen wittern natürlich ihre Chance. Es bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig. Sie müssen alles riskieren. Fernandes. Fernandes. Eder. Matthäus. Vielleicht hat sich die deutsche Mannschaft in der ersten Halbzeit auch ein bisschen zu viel verausgabt. Vielleicht haben sich die Kräfte, oder haben die Franzosen ihre Kräfte besser eingeteilt. Im Moment sieht es so aus. Alofs. Auf Matthäus. Fernandes. Jetzt kriegt er, glaube ich, gelb. Und die Franzosen wechseln aus. Mit der Nummer 20. Das ist Daniel Xurep. Und hinaus geht Bruno Bellon, die 16, Daniel Xurep von Paris Saint-Germain, dem französischen Meister, Amoros, Bossis, der sich immer häufiger jetzt mit in die Angriffsaktionen seiner Mannschaft einschaltet, Gires. Also jetzt geht es der deutschen Abwehr, jetzt Achtung, da ist Abseits, deutlich zu erkennen an der 16-Meter-Linie. Jetzt geht es der deutschen Abwehr so wie der französischen in der ersten Halbzeit. Bedenkliche Lücken tun sich auf, sicherlich auch eine Folge der ständigen Angriffe der Franzosen, der Überlastung. Nicht zuletzt durch solche Fehlpässe und wieder Abseits. Gegen die Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns ist überhaupt nichts anzuwenden. Matthäus. Franz Beckenbauer. Neben ihm Horst Köppel. Franz Jahn. Die Anfeuerungsrufe
von den Rängen. Wolfgang Rolf. Der jetzt doch häufiger das Nachsehen hat. Gut gemacht von Karl-Heinz Förster. Stopira ist ein Tick schneller als der Ex-Stuttgarter. Tigana. Karl-Heinz Förster nimmt eine Auszeit. Der Stuttgarter, der ja wechseln wird zu Olympique Marseille. Und damit im nächsten Jahr viele der Spieler wieder treffen wird, gegen die er heute um den Einzug ins Finale gekämpft hat. Amoros, der stärker geworden ist. Xurep, Freistoß. Ja, den Ellbogen zu Hilfe genommen von Dietmar Jacobs. Amoros und Gires. Alle deutschen Spieler jetzt am und im eigenen Strafraum. Amoros. Alofs. Völler gegen Battiston. Abseits. Noch 20 Minuten. Immer noch 1:0 für die deutsche Nationalmannschaft. 20 Minuten, die noch fehlen am Einzug ins Finale. Man hat ja ohnehin mit dem Erreichen dieses Halbfinales das Plan soll schon erfüllt. Klaus Allofs, aber wenn man so dicht vor so einem großen Erfolg steht, dann will man natürlich auch das letzte auskosten. Schön gemacht jetzt. Matthäus. Abseits. Joel Batz beeilt sich. Ein Kampf gegen die Uhr natürlich auch bei den Franzosen, die jetzt gleich noch einmal auswechseln werden. Gires. Ayash. Geklärt von Felix Magath und jetzt kommt mit der 15 Philippe Vercruz aus Bordeaux und hinaus geht Alain Gires vom gleichen Verein. Der kleinste und der älteste der Franzosen verlässt den Rasen. 33 Jahre alt in seinem 47. Länderspiel für Frankreich. Und damit haben die Franzosen ihr Auswechselkontingent erschöpft. Jetzt innerhalb von 5-6 Minuten abseits. Auch die Entscheidung tadellos, richtig. Riegel. Abseits, jawohl. Die französische Abwehr sehr weit aufgerückt, meist schon kurz hinter der Mittellinie postiert. Amoros.
Bremer. Magath. Natürlich Freistoß, aber ein Grund zur Aufregung ist das mit Sicherheit nicht. Shake hands zwischen Briegel und Fernandez. Batiston. Schumacher. 10 Meter hinter die Mittellinie geworfen. Alofs. Wir verlieren den Ball zu schnell. Es gibt kaum noch Verschnaufpausen für die Männer in den hinteren Reihen. Ob sie jetzt nochmal reklamieren, so wie jetzt Daniel Zure, dann gibt es Gelb. Ja, entscheidend ist der Moment der Ballabgabe und da konnte man nicht sehen, wo Zure stand. Magath gegen Bossis. Ich fürchte, wir müssen noch 15 lange Minuten zittern. Amoros. Fernandez. Stopyra. Abseits. Nicht der erste, aber der zweite. Korrekt. Demonstrativ klatscht Luigi Angiolin seinem Linienrichter gegenüber Beifall. Ein wirklich sehr gut harmonierendes Schiedsrichtergespann. Foul von Tigana. Noch 15 Minuten. Riegel. Hallofs. So, jetzt können Sie mal durchatmen. Dritte Ecke für die deutsche Nationalmannschaft. Jetzt ein Tor und die Sache wäre gelaufen. Lothar Matthäus. Vorne bei den Franzosen Stopyra. Platini. Riegel. Durch die Beine. Oh. Damit konnten Sie nicht rechnen. Der Norbert Eder und der Rudi Völler, die dahinter standen. Förster. Tigana. Magath. Alofs bietet sich an. Kein Abseits. Bleibt der Ball drin, ja. Gut. Alofs gegen Batiston. Lang auf Rudi Völler. Schade. Rudi Völler hatte sich schön gelöst von Manuel Amoros. Vergrüß. Magath muss querspielen, weil Alofs noch im Abseits steht. Jetzt kommt er zurück. Felix Magath. Bewundernswert die Laufleistung des Hamburgers. Vorbei. Hand wird da reklamiert. Eder. Ja, wenn man so wie die Franzosen jetzt schon eine halbe Stunde anrennt gegen die deutsche Mannschaft, faul. Foul für Deutschland. Ja, wenn man so eine halbe Stunde anrennt, ohne zu einem Torerfolg zu kommen, das geht natürlich auch an die Nerven. Das kostet nicht nur Kraft. Wenn man alles versucht, letztendlich ohne Erfolg.
Vielleicht tut uns der Joel Batz ja den Gefallen und lässt noch einen durchrutschen. Matthäus und Brehme. Fast. Unheimlich scharf. Abseits. Nun gut. 83 Minuten im Halbfinale um die Fußball-Weltmeisterschaft. Das sechste Spiel. Magath, der jetzt ein bisschen die Ordnung gewährleistet. Platini. Riegel. Franz Beckenbauer immer noch fast unbeteiligt. Lehnt er an der Bedeckung, die also über den deutschen Spielern ist, sie gegen die Sonne schützt. Ah, reklamieren sollten sie nicht. Reklamieren sollten sie nicht. Das ist bestimmt der falsche Weg. 5,5 Minuten noch. Toni Schumacher. Luigi Agnolin. Und Amoros. Matthäus und Alofs. Aufgestützt bedeutet diese Armbewegung von Maxim Bossis. Karl-Heinz Förster liegt da am Boden. Aber Luigi Agnolin zeigt an, die Betreuer dürfen nicht auf den Rasen. Er vermutet natürlich Zeitschinden. Weist jetzt Toni Schumacher an, den Ball nach vorne zu schlagen. Karl-Heinz Förster rappelt sich langsam wieder auf. Schwämme werden in Richtung deutsche Spieler geworfen. 4,5 Minuten. Wolfgang Rolf. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so langsam bekommt man nasse Handinnenflächen. Foul. Willkommene Pausen. Lothar Matthäus. Ich weiß nicht, warum er nicht den einfacheren Weg gegangen ist. Rudi Völler bot sich wunderbar an auf der rechten Seite. Hätte ein paar Sekunden herausholen können. Fast vertauschte Rollen in dieser zweiten Halbzeit. Vor allen Dingen in der ersten halben Stunde. Beinahe ein Spiel auf ein Tor, nämlich auf das von Toni Schumacher. Und Gott sei Dank ist es bisher gut gegangen. Hauptverdienst sicherlich bei Toni Schumacher selbst, aber auch bei Karl-Heinz Förster, Dietmar Jacobs, Hans-Peter Briegel, eigentlich kann man gar keinen besonders herausheben. Vergrüß. Und Abstoß. Das habe ich anders gesehen. Für mich ganz klar Abstoß, denn Stopyra hat den Ball zuletzt berührt. Noch 2,5 Minuten. Der Druck auf die deutsche Abwehr war natürlich in dieser zweiten Halbzeit ungeheuer groß. Zum Glück liefen die Franzosen einige Male ins Abseits. Vierte Ecke. Tigana. Und aus. Ja, ein bisschen festgehalten von Karl-Heinz Förster. Der Kräfteverschleiß. Oh, was war das denn? Schumacher, mein Gott! Warum lässt er sich nicht Zeit?
spielt den Ball einfach in die Mitte in Richtung Matthäus, in Richtung Marat. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ein Franzose dazwischen. Wenn sie sich so um die Früchte ihrer Arbeit bringen. Ayash. Schumacher. Klaus Allofs hat Zeit. Der Kräfteverschleiß, besonders bei Lothar Matthäus, aber auch bei Felix Magath und Wolfgang Wolf, offensichtlich. Das großartige Spiel in der ersten Halbzeit hat unheimlich viel Kraft gekostet. Auch die beiden Außenverteidiger, Brehme und Briegel, müde, kaputt. Stop Jura. Achtung! Und Schumacher. Riesenchance für Patrick Battiston. Brehme. Gelbe Karte jetzt für Fernandes. Das bedeutet, dass er im nächsten Spiel auf gar keinen Fall mitmacht. Luis Fernandes, Mittelfeldspieler bei den Franzosen. Noch eine Minute, die letzte Minute. Sie können ruhig beide Daumen nehmen zum Drücken. 60 Sekunden noch. Das wäre eine Sensation, das wäre toll, nach den vorherigen Leistungen fast nicht zu fassen. Wolfgang Wolf nach vorne spielen, nach vorne. Ja, Einwurf für die Franzosen. Stopyra. Vielleicht die letzte Chance für den Europameister, der dann erneut gescheitert wäre, wie schon 1982 in jenem denkwürdigen Spiel in Sevilla. Angreifen. Amoros. Briegel steht da. Förster. Völler natürlich. Lang, Klaus. Die deutschen Zuschauer zählen schon die Sekunden. Platini. Schumacher. Matthäus. Ah, Joel Batz weit aus seinem Tor heraus. Über die Zeit schon gespielt. 15 Sekunden über die Zeit. Letzter Versuch für die Franzosen. Platini. Das war's wohl. Maxime Bossis hatte den Ausgleich auf dem Fuß. Völlig frei. Hat gar nicht gemerkt, wie alleine da steht. Und jetzt Rudi Völler. Das müsste das 2:0 sein. Tor! Und das ist das Finale. Freudentänze auf der deutschen Bank. Rudi Völler, der Torschütze. Fast das 1:0 und dann das 2:0. Da liegen sich in den Armen Franz Beckenbauer, Horst Köppel. Schade, dass Sie das nicht sehen. Egidius Braun, der Teamchef. Werden wir hier noch einmal das 2:0 sehen und das ist der Schlusspfiff. 2:0 gewinnt die deutsche Mannschaft. Kaum zu fassen, kaum zu fassen. Hier sehen wir es noch einmal. Franz Beckenbauer mit Karl-Heinz Rummenigge. Völlig geschafft liegen einige Spieler am Boden. Rudi Völler. Die Franzosen ein fairer Verlierer, eine glänzende Mannschaft, die aus diesem Turnier nun ausgeschieden ist. Die deutsche Mannschaft hat das fast Unmögliche geschafft. Sie ist in das Finale dieser Fußballweltmeisterschaft in Mexiko vorgedrungen.